Guten Morgen zusammen. Ich bin hier in Zündstoff City. Das ist am Edersee. Da hat mich hier ein Kumpel mitgenommen. Der Dieter, der wollte hier ein bisschen Mountainbiken. Und das machen wir jetzt heute zusammen. Und starten jetzt die Tour hier erstmal so Richtung Edersee. Als gemütliche Tour hoffe ich, weil ich mit meinem schweren Bock und der Dieter mit seinem E-Bike, dass das dann auch ausgewogen ist. Und hier haben wir den ersten Blick aufs Wasser, auch wenn es nur fließend ist. Und zu der Seite Richtung Kraftwerk. Da fährt er dahin, der Dieter, mit seinem E-Bike. Bergauf ist das schon echt ein Vorteil hier. Aber dafür wird mir schon richtig warm. Hier hat man einen schönen Blick runter und auf den gegenüberliegenden Berg. Und hier sieht man schon die Staumauer. Wer hier nochmal ein ausführliches Video von sehen möchte, kann mal bei meinen anderen schauen. Da gab es schon mal eins, was so den Edersee an sich angeht. Auch mit der Beleuchtung nachts und sowas. Ist ein recht schönes Fleckchen Erde hier. Also kann ich jedem empfehlen. Hier nochmal ein kleiner Blick auf die Staumauer mit dem Schloss im Hintergrund oder die Burg dort oben. Und auch die sind wir uns gerade beide einig gewesen, lohnt sich immer zu besuchen. Und jetzt geht es einmal über die Staumauer mit Blick hier über den See, wo die Boote auch anlegen und durch diese schönen kleinen Häuschen immer. Das hat schon was, auch bei der Kälte. Ich hoffe, ihr versteht das, trotz des Windes noch was. Aber hier der Weg, der schlängelt sich so schön am Wasser vorbei. Das wollte ich euch zeigen. Ja, jetzt noch mal ein kleiner Blick Richtung Staumauer und so über die Spiegelung im Wasser. Und es ist gut gefüllt. Ein Kollege sagte mir gerade, dass es hier sogar eine Karte gibt, wo man die Wasserstände vergleichen kann und dann sieht, was hier gerade sichtbar ist oder auch nicht. Wusste ich auch noch nicht. Oh, hier jetzt mal ein windstilles Stück, wo man auch am Wasser entlang fährt. Linke Hand die Felsen und auf den kleinen Hafen blicken kann. Oh, und hier mal einen ersten Blick auf den Kletterpark, der unterhalb vom Treetop Baumwipfelpfad ist. Und immer weiter entlang des Wassers. Echt herrlich, auch wenn der Wind frisch ist. Wir haben so knapp über 0 Grad. Das merkt man schon. Hier zur Linken ist dieser Baumwipfelpfad zu sehen. Jetzt hat man auch mal einen schönen Blick hier auf diesen kleinen Hafen, wo auch direkt daneben an dem Rehbach, nennt sich das hier, glaube ich, hat man den Campingplatz und hier so eine schöne Fischräucherei. Und hier duftet es, obwohl wegen Corona ja alles zu ist. Aber da hätte man schon Interesse, da mal irgendwo reinzubeißen in so einen leckeren Fisch. Ja, jetzt machen wir hier erstmal ein Päuschen und genießen, was sagtest du, Luft und Aussicht. Luftkurort. Genau, weil die Luft so schön klar ist. Herrlich, wie die Boote da unten in der Sonne glänzen. Man kann schon segeln. So windig ist es. Ja, genug Wind ist da auf jeden Fall. Ja, jetzt geht's weiter. Da um diesen kleinen Arm rum und dann dieser Bogen, den ihr da seht. Hier führt der Radweg jetzt quer durch den Campingplatz. Und auf der anderen Seite zum Wasser hin, diese kleine Insel dort, ist die Liebesinsel, sagte der Dieter mir gerade. Das wusste ich auch noch nicht. Wieder was gelernt. Ja. Ansonsten da oben schöne Gaststätte mit Sonnenterrasse, wenn denn was möglich wäre, bestimmt auch sehr angenehm zum Sitzen. Aber die Aussicht entschädigt hier für so ziemlich alles. Und der Genuss der Tour überhaupt. Schaut mal, der Dieter hat mitgeplant. Es gibt jetzt ein riesen Frühstück. Mit Bad Reichenhaller Salz, sagt er gerade. Nur noch mal einer sagen, wir hätten keine Eier.
herrlich. Mit Blick auf Altbrinkhausen von Westen, in der Mitte die heutige Liebesinsel mit den Resten der Burg Brink. So steht's hier geschrieben. Sonst wüsste ich das natürlich auch nicht. Also das Schiff wird zerschellt. Ja. Aber es ist schon herrlich, wenn man hier sitzt. Wie gesagt, das Wasser plätschert. Man hört den ein oder anderen Masten von den Booten. Vögelgezwitscher. Das hat echt was. Und dadurch, dass es noch so frisch ist, sind auch wenig Leute hier. Das macht das Ganze noch angenehmer. Wir sind jetzt reingefahren zu diesem Treetop-Walk. Und da sind überall so geschnitzte Figuren hier am Rand. Das war jetzt gerade ein Wildschwein, falls das zu schnell war. Oh, ich muss gerade erstmal Luft holen. Den Berg hier hoch. Jetzt ist mir das erste Mal warm nach, weiß ich nicht, 2 Stunden Fahrradfahren. Dass ich die Wärme so richtig am Rücken merke, wo der Rucksack ist. Auch von hier oben, schöner Blick runter Richtung See. Also man kann hier unheimlich viel machen. Auch diese, da vorne war eine Bärenhöhle nachgebaut. Dann, wie gesagt, die Tiere hier am Wegesrand. Auch für die Kinder bestimmt interessant. Hier ist jetzt der Eingang von dem Treetop Walk. Finde ich sehr schön mit diesen Hölzern, hat irgendwie was. Und dort geradeaus hat man dann einen Blick auf das Ganze. Sehr schön eingefügt hier. Und natürlich der Blick auf den See. Der darf ja hier nicht fehlen. Wir werden auch gesehen. Genau. Und da oben wird auch gefilmt. Was wahrscheinlich ganz sinnvoll ist hier. Jetzt hier den Weg hoch Richtung Tierpark. Da ist der Dieter weg mit dem E-Bike. So nach ein paar Stunden verlassen einen dann noch ein bisschen die Kräfte. Nicht platt, aber schon fordernd manchmal. Aber bei der Umgebung kein Problem. Hier hatten wir jetzt das Glück, dass hier ein Imbiss auf hatte mit Kaffee, Currywurst, Pommes. Dieter gönnt sich Chicken Nuggets mit Pommes. Und das Ganze hier mit einem super freundlichen Service kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Und ja, Sitzplatz ist ein bisschen behelfsmäßig jetzt, weil ja die Bänke und so nicht genutzt werden dürfen. Aber alles gut. Ich stehe jetzt hier vor so einem Zaun. Ich halte die Kamera mal rüber, um euch dort dieses riesige Mobile mal zu zeigen. Ist das nicht schön? Dieter sagte gerade unten, diese kleinen Baumklappen, Kappen, könnten auch künstliche Pilze sein. Sieht wirklich so aus. Aber trotzdem schön zum Ansehen. So. Und wir fahren jetzt hier noch weiter hoch. Die Ecke kennt der Dieter schon, das zeigt er mir jetzt mal. Das Ganze hier gehört jetzt zum Kellerwaldsteig. Und da gehen hier so einzelne kleine Trampelpfade hoch. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Weg ist, aber es sieht erstmal so aus, weil auch das Schild in die Richtung geht. Und ansonsten, wie ihr hier sehen könnt, ist das echt, ist ein schönes Fahren. Ist echt ein schönes Fahren. Gerade mal das E-Bike von dem Dieter ausprobiert. Ist natürlich toll, gerade hier auf solchen Untergründen im Wald. Mit der Unterstützung, da sind ja Welten zwischen. Aber es geht so auch. Und man hat immer das Erfolgserlebnis, wenn man es dann geschafft hat. Hier mal so ein kurzer Schwenk über das Energiewerk oder Kraftwerk. Und da vorne endet das Ganze. Und da kann man dann noch mal reinschauen. Aber schon beeindruckend immer. Und hier geht's runter zu so einer Kabinenbahn, nenne ich es mal. Ich kenne die aus Barcelona und aus Paris. Aber die gibt es auch hier. Da sitzt man dann im Grunde gerade drinnen, weil die so abgestuft ist. Und da geht es schön hier den Berg hoch. Bin ich selber auch noch nie mitgefahren. Aber Dieter sagt, es wäre ganz schön, wenn man dann oben ankommt. Vielleicht mal ausprobieren, wenn das Ganze wieder geöffnet ist. Aber auch so bautechnisch finde ich es interessant. Naja, so, jetzt geht es erstmal weiter. Von hier hat man nochmal diesen schönen Blick, wo die Bahn dann wirklich ganz hoch fährt. So erkennt ihr es, glaube ich, auch besser.
So, jetzt hier an dem Parkplatz machen wir gerade ein Päuschen. Und da stehen hier diese schönen Trikes. Ist natürlich auch mal was. Jetzt geht es ein Stück lang hier auf dem Radweg entlang dieser Drasinenstrecke. Da kann man sich ja diese mobile, nenne ich es mal, mieten, wo man dann durch Muskelkraft vorwärts kommt. Auch eine interessante Sache. Ansonsten sind wir hier weiter entlang der Eder unterwegs. Jetzt, wo ich hier an dem Haus vorbeikomme, muss das natürlich auch gezeigt werden. Das kennt wahrscheinlich schon jeder mittlerweile. Aber es ist trotzdem immer wieder interessant zu sehen. Auch von innen ist alles so, dass es auf dem Kopf ist. Ich war einmal drinne, ist interessant. Aber ein zweites Mal muss es auch nicht sein. Da ist es hier am Weg jetzt schon schöner. Mittlerweile in der Sonne lässt es sich auch ganz gut aushalten. Es ist nicht warm, aber es ist deutlich angenehmer. Und das hier ist doch schöner als so ein Haus, oder? Wir sind am Überlegen, ob es einen Weg gibt, der da oben durch den Wald zurückführt. Zweifeln aber so ein bisschen dran, weil man durch diese Leitungen von dem Elektrizitätswerk ja den Wald zweigeteilt hat. Und denken, dass wir da nicht drum rumkommen. Aber mal sehen. Wenn es klappen sollte, zeige ich es euch. So, jetzt hier abseits vom Radweg ging so ein kleiner Pfad runter. Und ja, hier geht so ein Steg runter mit Führungsschienen rechts und links. Wahrscheinlich, um irgendwelche Karren oder Boote da rauszuziehen. Auf jeden Fall mal ein bisschen abseits vom Weg. Muss man auch mal reinfahren. Und rein optisch auch ein Schmankerl, würde ich sagen. Aber das könnt ihr wie immer selbst entscheiden. Schön. Herrlich. Ein Stündchen schwimmen. Ja. Wird vielleicht kalt. Es sind schon 4-5 Grad, ne? Plus. Plus, genau. Jetzt sind wir hier im Ort. Und zwar, jetzt habe ich den Namen vergessen. Naja, auf jeden Fall geht es da vorne nach Bergheim. Vielleicht weiß dann irgendjemand, wo wir sind. Aber was ich sagen wollte, ist, dass dort eine schöne Kirche steht. Echt klasse. Das ist eine schöne Gegend hier. Affoldern hieß der Ort übrigens. Und hier seht ihr den natürlichen Lauf der Eder, wie sie sich dann durch die Landschaft schlängelt. Also hier der Weg ist jetzt wieder ein bisschen saftiger, aber dafür keine Menschenseele, weil der Hauptweg oben hergeht. Wir jetzt aber hier unten einfach mal ausprobieren wollen, wo man hinkommt. Ach, da kommen noch welche. Seht ihr, gerade gesagt, keine Menschenseele. Schon tauchen welche auf. Aber wie man hier sieht, es kommt reichlich Wasser hier aus dem Erdreich noch nach oben. Aber toll zu fahren. Man sieht auch hier an diesen alten Pollern am Rand, diese Befestigungssteine, dass das hier doch durchaus älterer Weg ist. So, meine Lieben, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Wir haben jetzt hier nochmal ein schönes Plätzchen gefunden, wo man gut abschalten kann. Nochmal das Ganze genießen. Dieter hat gerade schon angeboten, hier von dem Stein nochmal einen Flachkörper zu machen. Und es lässt sich echt gut aushalten. Wir können euch nur empfehlen, dass auch unterhalb des Edersees mal sich alles anzuschauen. Es bietet sich definitiv an. Es ist weniger los, aber wie ihr sehen könnt, nicht weniger schön. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Macht's gut, euer Markus.